hier ist Ronja und heute reden wir mal über, über ein Thema, was, ja, sagen wir mal so, ich wollte nicht unbedingt darüber reden, aber aus gegebenem Anlass habe ich mir gedacht, machen wir mal ein Video dazu, um die ganze Situation aufzulösen. Vielleicht wissen viele von euch gar nicht, wovon ich gerade rede. Kurzer Werbeplug. Bevor wir mit dem Thema anfangen, ich habe mittlerweile meinen eigenen Online-Shop, wo ihr Merch kaufen könnt. Das ist alles neu. Wir haben jetzt auch ein schickes Handyhüllen, Mäppchen, frag mich was Design, Taschen, alles. Das ist wirklich, wir haben jetzt nicht nur T-Shirts. Der Link ist entweder hier oder unten in der Beschreibung. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr gerne mal auf die Seite gehen und euch das angucken. Ansonsten lasst uns anfangen. Ich habe in letzter Zeit vermehrt Kommentare gekriegt, die mich darauf schließen lassen, dass viele Leute mitgekriegt haben, was ich früher so in meinem Leben getan habe. Um nicht lange um den heißen Brei herumzureden. Was ist dein dunkles Geheimnis, Ronja? Was hast du in der Vergangenheit gemacht, was so schlimm war? Ich habe nichts Schlimmes gemacht, okay? Aber, ich war Streamerin. Ich war Twitch-Streamerin, bevor ich Bluntops kennengelernt habe, war das, womit ich meine Freizeit verbracht habe. Ich habe 5-mal die Woche gestreamt, jeden Abend so 5 Stunden ungefähr. Und das war mein Leben, mehr oder weniger. Habe ich dadurch nennenswert Geld verdient? Tatsächlich nicht. Ich habe ab und zu hohe Donations gekriegt. Aber das war jetzt kein solides Einkommen für mich. Ich habe deswegen nicht gesagt, okay, ich gehe in die Wohnung oder irgendwas. Und, das war nicht der Grund. Okay, warum ich dieses Video mache? Ein gewisser anderer Streamer mit dem Namen D. Karl Dent, wenn ich das richtig ausspreche. Ich habe keine Ahnung. Ich habe vorher nie von ihm gehört. Kumpels von mir haben das gefunden und haben mir das geschickt. Und haben halt, keine Ahnung, gesagt so, ja, Ronja, guck mal. Besagter Streamer hat über Trending meine YouTube-Videos gefunden. Das war halt in einem Livestream, hat gefragt, ob ich auch streame. Sein Chat hat teilweise gewusst, wer ich bin, hat auf meinen alten Twitch-Kanal verwiesen. Und dann hat er sich meine Clips angeguckt. Okay, ich weiß nicht, wie viele von euch mit dem Twitch-System vertraut sind, aber du hast einmal die VODs, das sind die ganz normalen Streams, die werden aber nicht für immer gespeichert. Die werden, wenn du Twitch-Partner bist, was ich bin, nur für 2 Monate gespeichert. Das heißt, ich habe aufgehört Anfang November, weil ich dann keine Zeit mehr gehabt habe, 5-mal die Woche zu streamen plus YouTube zu machen. Die VODs werden nur 2 Monate gespeichert, das heißt, es sind keine VODs mehr online. Es ist aber auch möglich, auf Twitch Clips zu machen. So, in meinen VODs war alles ganz normal. Ich habe, Moment, wir können mal die Seite aufmachen. Wir können das Ganze mal zeigen. Und zwar gibt es so eine Seite, wo man seine Stats sieht. Das war dann am Ende, wo ich eigentlich nicht mehr gestreamt habe. Keine Ahnung, was das für Daten sind. Ja, man sieht, dass ich halt inaktiv bin, wie man ja allgemein sehen kann. Wie ihr hier seht, ich war nicht super groß. Ich hatte so zwischen 150, 200 Viewer. Ich glaube, das Höchste, was ich mal hatte, war 500 ohne Haus. Da war ich auch excited. Aber es lief nicht schlecht. Also es lief eher positiv tatsächlich. Okay, hier sieht man, was ich gemacht habe. Also ich habe Spiele gespielt, ich habe aber auch zwischendurch geredet. Früher hieß es IRL, später hieß es Just Chatting. Ich habe viel League gespielt, ich habe super viel Hearthstone gespielt. Das sind 179 Stunden. Und genau, halt sonst. Aber angefangen habe ich mit PUBG, später habe ich noch CS gespielt, dann habe ich halt ab und zu random Kram gemacht. Naja, jedenfalls, das ist die Seite und das hier sind meine Clips. Bevor wir darauf groß eingehen, ich möchte nur mal vorweg sagen, du kannst auf Twitch machen, was du möchtest, kannst 4-5 Stunden streamen und kannst irgendwas spielen und es muss niemand klippen, okay? Die Leute entscheiden selber, was sie klippen. Du hast als Streamer keinerlei Kontrolle darüber. Klar, kannst du die Clips löschen, das machen aber die allerwenigsten, weil wenn du eine gewisse Größe erreicht hast, sind es halt schon ein paar Clips pro Stream.
Und du hast halt keinen Bock, da jedes Mal durchzugehen, Sachen dir anzugucken und zu löschen. Deswegen habe ich meine Clips mehr oder weniger immer ignoriert. Mir war dennoch immer bewusst, was für Clips bei mir gemacht wurden. Was für Clips bei mir gemacht wurden, waren im Prinzip zwei Sorten. Sorte Nummer 1 war, okay, ich sitze jetzt hier schon seit 3 Stunden. Ich bin durstig, ich rede die ganze Zeit vor mich hin. Ich gehe mir mal was zu trinken holen. Dim, 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 dim. Ich stehe auf, dim, dim, dim. Und laufe aus dem Bild. Clip. Szenario Nummer 2. Oh, ich streame hier schon seit 3 Stunden. Ich gehe mal aufs Klo. Ich stehe auf. Dim, 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 dim. Und laufe aus dem Bild. Erkennt ihr einen Trend? Oh, warte, warte, warte. Szenario Nummer 3. Das Licht hinten blendet. Ich mache die Vorhänge zu. Das wurde gerne geklippt. Sowas wurde gerne geklippt. Dim, 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 dim. Du stehst auf und schließt die Vorhänge. Merkt ihr den Trend? Oh, das war auch ein beliebtes. Du beugst dich nach vorne und hast vielleicht dem Sommer entsprechende Kleidung an, weil, falls ihr euch an den Sommer letztes Jahr erinnert, das war echt warm. Also wir hatten irgendwie 30, 40 Grad gefühlt und es war unendlich warm. Zu dem Zeitpunkt bin ich hier gerade neu eingezogen, wir hatten noch keine Vorhänge und... Puh. Junge, Junge. Du hast dann halt irgendwie ein Kleid angehabt, ein Sommerkleid oder Tops oder was man normalerweise trägt. Und sagen wir mal so, wenn man nur meine Clips sieht, würde man vielleicht nicht unbedingt darauf schließen, dass ich guten Content gemacht habe, sondern mehr, dass ich in die 0815-Kategorie der sogenannten, ich will es jetzt nicht aussprechen, aber ich glaube, alle wissen, was gemeint ist, E-Girls falle, okay? Es wirkt so. Ich bin ganz ehrlich, ich würde das Gleiche denken. Ich kann niemanden dafür blamen, wenn er oder sie sagt, wow, du wirkst wie eine ganz schöne Piep. Einfach weil's so aussieht. Okay, jetzt. Das hier sind die Top-Clips. Das ist jetzt nicht Twitch, sondern irgendeine Seite, wo man seine Statistiken angucken kann. Ich könnte es euch genauso gut über Twitch zeigen. Es macht keinen Unterschied, das sind die gleichen Clips, wie ihr seht, ich habe nichts mehr gemacht. Eine gewisse Zeit. Aber, gehen wir auf All-Time. Das ist mein meistgesehener Clip. Ich wusste, wenn ich ein Headset auf hatte, ganz ehrlich. Das hat einen Grund, warum ich das nicht auf hatte. Moment. Clip, der hatte über 8000 Views. Was wirklich viel war für mich damals, weil ich halt nicht so groß bin, okay? Mittlerweile habe ich Leute auf YouTube, die meine Videos gucken, aber ich war halt nicht so unendlich bekannt. Ich denke, wir können hier ein Common Theme erkennen. Hier habe ich zum Beispiel mein Cosplay gemacht und habe das dann auf den Boden gelegt, damit das trocknen kann, weil ich die Farbe drauf gemalt habe. Ja. Ich denke, hier müssen wir nicht groß drüber reden. Ich habe gekocht. Jeden Freitag habe ich gekocht. Deswegen haben wir Kochstreams. Manchmal haben Leute geklippt, wenn mein Freund im Hintergrund durch die Wohnung gerannt ist. Und ja, ansonsten alles in allem war es wirklich... Guck mal, hier sieht man, dass ich spiele. Ich glaube, das ist der einzige Gameplay-Clip, abgesehen von Beat Saber, den man findet. Tatsächlich. Hier bin ich nur im Champ Select. Deswegen zählt das nicht. Hier habe ich meine Wand angemalt. Hier habe ich gekocht, hier war ich auf der Gamescom und habe da gemobile streamt. Hier habe ich wieder gekocht, da war ich noch in einer anderen Wohnung. Das war tatsächlich die Wohnung von meinem Freund hier. Ja, alles in allem, wie gesagt, das ist hier auch Gamescom. Keine Ahnung. Wirft es das beste Licht auf mich? Nein, wollte ich das nur mal gesagt haben. Ja. Denn was besagter Streamer in seinen Videos gemacht hat, war, dass er sich die Clips angeguckt hat. Da du als Twitch-Partner nicht schlecht über andere Twitch-Partner reden darfst, hat er natürlich nichts Negatives gesagt, weil sonst wäre er gebannt worden. Ich denke, die Message kam trotzdem an. Ich kann ihn nicht blamen dafür. Er hat aber auch in dem Clip sieht man, wie ich, in dem spezifischen, wie ich nach hinten laufe, die Lichter an einem Spiegel ausmache, weil es eh schon super, super hell ist und ich gesagt habe, das ist Stromverschwendung oder irgendwas.
Und ich halt auch relativ dem Sommer angepasste Kleidung trage. Dann habe ich deswegen super, super viele Kommentare gekriegt. Mach die Spiegellichter aus, Ronja. Oder auch weniger freundliche Kommentare. Aber die Spiegellichter, ich weiß nicht, falls ihr das schon mal irgendwo gelesen habt, dann wisst ihr jetzt wenigstens, woher es kommt. Er hat dann, glaube ich, sogar noch ein YouTube-Video gemacht, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Kurz, um einzuspielen, welches Video ich denn meine. Wie gesagt, es gibt dazu noch einen Livestream. Da habe ich jetzt keine Lust, mir den anzugucken, weil der auch ein bisschen länger ist. Und ich nicht weiß, wie es mit Copyright-Ton aussieht, aber das ist, was ich da gekriegt habe. Das bin ich. So ist es in Ordnung, oder? Okay, dann mache ich wirklich die Spiegellichter. Ja, mach die Spiegellichter aus. Mach es. Das muss ja nicht sein. Muss nicht sein. Mach's aus! Mach's aus, die Spiegellichter! Mach's aus! Ja, alles in allem haben relativ viele Leute mitgekriegt, dass ich mittlerweile YouTube mache und kein Twitch mehr, was absolut okay ist. Ich habe am Anfang bewusst für mich gesagt, okay, ich bringe beides nicht in Verbindung, einfach weil ich weiß, was das da für ein Bild auf mich wirft. Und weil ich weiß, dass vor allem Flo und Hobbs ja eine jüngere Audience haben. Also nicht jünger im Sinne von, ihr seid alle fünf, aber sagen wir mal so, der Großteil ist wahrscheinlich unter 18. Okay, ich habe auch nicht wirklich auf meine Sprache geachtet. Ich habe im Stream geflucht, wenn ich mich geärgert habe. Und das mache ich ja mittlerweile nicht mehr, weil ich mit einem guten Beispiel vorangehen möchte. Deswegen habe ich mein Streamleben und mein YouTube-Leben relativ clean getrennt. Ich habe auf dem Stream nicht gesagt, dass ich jetzt YouTube mache. Ich habe auf YouTube nicht gesagt, dass ich mal gestreamt habe. Ich habe nirgendwo irgendwas von den anderen Sachen verlinkt. Ich habe mir ein neues Instagram-Profil gemacht. Ich habe damals sogar einen YouTube-Kanal gehabt für den Stream, wo ich irgendwie so 5 Videos hochgeladen habe. Da habe ich auch einen neuen gemacht. Ich habe alles clean getrennt. Einfach weil ich nicht wollte. Ich weiß nicht, einfach weil ich einen neuen Start wollte, okay? Ich wollte nicht, dass das eine auf das andere zurückfällt. Ich möchte aber auch nicht verheimlichen, dass ich mal irgendwas gemacht habe. Ich meine, man erkennt es ja relativ gut. Ich sehe ja immer noch gleich aus. Man kann jetzt nicht sagen, oh wow, das warst du nicht. Oder ich will mich da auch ehrlich gesagt nicht rausreden. Ich schäme mich auch nicht dafür, was ich getan habe. Ich stehe dahinter, meinetwegen, wenn sich Leute die Clips angucken und sich ihr Bild machen wollen, dann pff, ja, keine Ahnung. Ich könnte jetzt auch durchgehen und jeden einzelnen Clip löschen. Ich kann es auch lassen, also keine Ahnung. Das ist mir nicht wichtig genug dafür. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Einfach um die Sache klarzustellen, damit jeder Bescheid weiß. So, ich hoffe, ich kann das halbwegs coherent zusammenschneiden. Wenn nicht, dann tut es mir leid, dann habt ihr jetzt ein Ramble-Video. Falls euch, tatsächlich, ich habe da relativ viele Geschichten von zu erzählen. Das heißt, falls euch das Thema interessiert und ihr mal irgendwas dazu wissen möchtet oder irgendwelche Anekdoten aus meinem früheren Leben hören wollt, dann könnt ihr mir das gerne schreiben. Ich kann euch das gerne erzählen. Teilweise gab es nämlich wirklich unterhaltsame Situationen. Und falls ihr möchtet, kann ich das gerne mit euch teilen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr seid jetzt ein bisschen schlauer. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar, was ihr von den ganzen Sachen haltet. Ich werde auch da sein und kann auf Fragen antworten oder auf eure Kommentare allgemein antworten. Und genau, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!